Sag mal, was macht dich eigentlich so richtig glücklich? Ich bin glücklich! Nein, so richtig glücklich! Ich weiß auch nicht, jetzt im Moment so ein Bananenbrot. Ein Bananenbrot? Ja, so ein Bananenbrot mit Cheesecake. Das würde mich auch glücklich machen. Herzlich willkommen bei YamTamTam und zu einer neuen Folge Restlos Glücklich, bei der wir Reste verwerten und trotzdem was Leckeres machen. Was machen wir heute? Bananenbrot mit Cheesecake. Best of both worlds. Yes! Das war ja auch ein Trend auf TikTok oder ist ein Trend und das ist auch zu Recht ein Trend. Ich liebe Bananenbrot und mit Cheesecake. Ja. Sehr gut. Na dann, let's go. Let's go, oder? Wir brauchen einmal feucht, einmal trocken. Das mischen wir dann am Schluss zusammen. Was willst du machen? Feucht, trocken? Ich mache gerne die feuchte Komponente. Na gut, dann mache ich trocken. Genau. Dafür brauchen wir weiche Butter. Die ist jetzt vom Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen. Aber das ist egal. Dran riechen, vielleicht auch mal dran lecken. Und wenn es okay ist, ist es okay. Na, Erziehung. Ich dachte, jetzt sagst du, abgelaufen. Das war ja noch nett. Während ich hier die Butter reinmache, willst du schon mal den Eiertest machen? Ich mache den Gastest. In das Wasser kommt jetzt ein Ei rein und wenn das Ei auf den Boden ploppt, ist es noch gut. Und wenn es oben schwimmt, sind da zu viele Gase drin, dann sollte man es vielleicht nicht mehr essen einfach. Nee. Also you knew, ne? Aber dann wäre es halt nicht mehr so. Nee. Vorteilhaft einfach auch für die Gesundheit. Okay. Schön. Wie willst du denn haben, Melissa, eigentlich? Zwei hätte ich gerne. Das ist auch meine großen Wurstfinger. Das ist noch gut? Das ist noch gut. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Also wenn das noch so in der Mitte schwimmt, glaube ich, ist es echt noch okay. Es darf nur nicht nach oben. Rein mit dem Vanillinzucker. Außerdem haben wir heute Buttermilch. Die ist auch noch gut, oh mein Gott. Mhm. Und zwei Eier, ich mache dir schon mal Platz. Vielen Dank. Ich werde jetzt gleich laut. Was kommt da alles rein? Da kommt jetzt rein Mehl, eine Prise Salz und Backpulver. Und dann Dinkelmehl, by the way. Und dann wird das vereinigt. Mm, gut. Ich vereinige jetzt auch hier. Vereinige mal. Ich vereinige sogar hier. Das ist schon ruhig auf einmal. Dann haben wir hier unsere Bananen. Die sehen ein bisschen speziell aus, aber die sind noch gut und eigentlich perfekt für Kuchen, weil sie super matschig sind und ganz viel Zucker haben. Reden mit Melissa! Die müssen wir aber zerquetschen. Yes, soll ich ein Brett holen? Oder? Jo. Ja, einer hat sich auf dem Weg ein bisschen verabschiedet, aber... Ist egal. Ist egal. Soll ich? Ja, schön reinmatschen. Das war ein bisschen... Das war sehr energisch auf jeden Fall, das reicht schon. Na, ich bin doch auch so glücklich heute. Es ist ein bisschen satisfying. Boah, aber so satisfying. 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 So satisfying food moments. Es sieht auch ein bisschen aus wie so, hier so Kartoffelbrei und hier wie so Spätzle. So. Bananenspätzle. Man weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare. So, wir mischen jetzt alles zusammen. Es riecht sehr bananig hier, ne? Schon so richtig so, it's time für die Banane. Ist auch mal schön hier richtig reinzurühren, nicht so wie sonst. Hey, die Luft raus. Ja, das ist ja ein Bananenbrot mit Cheesecake, deswegen fehlt der Cheesecake jetzt noch. Ja. Den machen wir jetzt. Der geht auch ganz schnell und super easy. Einfach alles rein damit. Einfach alles rein. Das ist mir das Liebste. Der Frischkäse, der ist auch schon offen, wie man sehen kann. So. Während du da Cheesecake machst, butter ich schon mal die Form aus. Ich liebe diesen Satz. Schön die Form ausbuttern. Na, auch Cheesecake machen. Okay, wenn du dich entscheiden müsstest, für immer süß oder für immer herzhaft? Ich bin halt auch so eine Süßmaus, ne? Ja. Ich war auch gestern in einem Cheesecake-Restaurant. Oh. Da gab es so alle Cheesecakes, die du haben möchtest. Geil. Und ich habe einen gehabt mit Birne und Schokolade drin. Mm. Das war sehr nice. Also ich könnte nicht ohne meine Süßigkeiten leben. So, ich habe jetzt noch Mehl und Zucker rein. Und dann haben wir einen schönen Cheesecake-Teig. Damit der Kuchen auch richtig rausgeht, kommt hier jetzt noch ein bisschen Mehl rein. Das klopfen wir dann so aus. Aber er soll noch in meinen Magen rein. Hätte ja ein bisschen solidarisch lachen können, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt ein bisschen schwach von dir. Kurz nicht zugehört. Dann können wir auch schon einfüllen und kippen jetzt die Hälfte vom Teig hinein. Ich mach mit, jetzt kommt die Cheesecake-Füllung rein.
Satisfying. 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 Ich möchte auch, dass der Ofen ganz schnell backt. Wir haben übrigens auch schon mal ganz leckeres anderes Bananenbrot gemacht. Könnt ihr jetzt hier oben hinklicken mit Nüssen. Das war auch geil. Vor meiner Zeit. Ja. So, alles ein bisschen verstreichen. Mhm. Für die Deko nehmen wir jetzt eine Banane, halbieren sie und dann haben wir das oben drauf gelegt mit Schokostückchen. Ja, so. Wurde gerade eben geschädelt und musste zweimal schneiden, weil es Brokkoli zu dick war. Ja, Sätze, die ich sonst nicht so oft sage. So, das sinkt eh ein. Ihr könnt aber auch dicke nehmen, wenn ihr wollt, ja? Hier ist nur eure persönliche Präferenz, die hier gerade durchgedrungen ist. Ja. Möchtest du die Schokostücke dafür raufmachen? Ich weiß nicht, ist es dir zu dick? Ich muss auch mal halbieren? Ich weiß nicht. Wunderschön. Ich warte schon auf diesen Kommentar. Ich soll hier noch ein bisschen. Ist doch ähnlich! Okay, so, die kommt jetzt aber in den Ofen. Ich habe Matschefinger. Ach so, verstehe. So. Na gut. Aufräumen. Yes. Riecht gut, sieht gut aus. Same. Schön. Stürzen, stürzen, stürzen. Ja, es muss ein Müll abkühlen und dann holen wir es raus. Rein in meinen Mund. Oh ja. Jetzt bin ich sehr glücklich. Es ist sehr bananisch. Mhm. Ich glaube, wäre die Banane nicht so reif gewesen, wäre es weniger bananisch. Das kann man ja variieren zu Hause, wie man möchte. Aber das ist schon sehr nice. Ey, mit Bananenbrot kann man nie was falsch machen. Super saftig, so eine leichte Säure durch den Cheesecake. Mega. Oben die Schokolade, mega lecker. Sehr, sehr lecker. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Und hier gibt es noch die letzten beiden Restlos-Glücklich-Videos. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss.